Noch 12 Tage bis Heiligabend. Wir hoffen, ihr habt alle Geschenke beisammen. Falls nicht, dann solltet ihr heute in unserer Sendung gut aufpassen. Es gibt nämlich wieder mal einen Warengutschein in Wert von 15 Euro für die Buchhandlung Bock und Seib zu gewinnen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Und das sind unsere Themen heute. Kleine Kunst. Was macht ein Briefmarkenmaler? Großes Leben, wie wird man ein Rockstar? Dicke Preise, wer gewinnt die Schokolade? Dünnes Wissen, wer ist eigentlich Berlusconi? Das sind also die Themen heute. Aber kommen wir nun wie gewohnt erst einmal zu den Nachrichten aus der Medienwelt und vom Campus. Den Überblick hat Michael Schuh. Der bundeseinheitliche Presseausweis für Journalisten steht in seiner aktuellen Form vor dem Aus. Ein Journalistenverband hatte erfolgreich dagegen geklagt, dass lediglich die 4 größten Journalistenvertretungen und Verlegerverbände die Ausweise ausgeben. Das Thema soll morgen bei einem Treffen der Innenminister beraten werden. Die RTL Group kann mehrere Handy-TV-Kanäle über die Plattform Mobile 3.0 anbieten und ist damit der erste Senderverbund, der mit dem Plattformanbieter handelseinig wurde. Noch vor Jahresende will Mobile 3.0 einen Belegungsplan für 15 Fernseh- sowie 4 Radiokanäle zur mobilen Verbreitung über den Handy-TV-Standard DVB-H vorlegen. Vor 15 Jahren verschickte ein britischer Techniker die erste SMS. Damit begann ein Siegeszug mit 160 Zeichen. Dieses Jahr verschickten die Deutschen 23 Milliarden SMS über ihr Handy, etwa 350 je Handynutzer. Neben privaten Kurznachrichten kann man mittlerweile über den Short Message Service auch am Flughafen einchecken oder ein Parkticket lösen. Das von privaten Nutzern erstellte Internetlexikon Wikipedia hat in einem Test für den Stern deutlich besser abgeschnitten als die Brockhaus-Enzyklopädie. Bei der Überprüfung von 50 zufälligen Einträgen bekam Wikipedia 43 Mal die bessere Note. Besonders gut schnitt die Online-Enzyklopädie in den Kategorien Aktualität und überraschend auch bei Richtigkeit ab. Google-Nutzer konnten ihre Suchmaschine kaum wiedererkennen. Die Webseite erstrahlte am Samstag nicht mehr in weiß, sondern blieb dunkel. Mit der Aktion wollte Google auf die Licht-Aus für unser Klimakampagne aufmerksam machen. Diese wollte erreichen, dass um 20 Uhr für 5 Minuten überall in Deutschland die Lichter ausgehen. Durch eine milliardenschwere Fusion entsteht der größte Computerspielekonzern der Welt. Der französische Vivendi-Konzern und der US-Konkurrent Activision schließen sich zur neuen Nummer 1 in der Branche zusammen. Die neue Firma mit dem Namen Activision Blizzard verdrängt damit den Konzern Electronic Arts. Die japanische Cyber University, die dem Internetkonzern und Mobilfunkanbieter Softbank gehört, bietet jetzt auch Vorlesungen im Handyformat an. Auf dem Display erscheint die PowerPoint-Präsentation des Dozenten, dessen Vortrag man über Kopfhörer lauschen kann. Für das Seminar fallen jeweils nur die Telefongebühren an. An der Cyber University sind zurzeit etwa 1800 Studierende eingeschrieben, die dort ihren Bachelorabschluss machen. Nach ersten vorläufigen Meldungen haben sich im laufenden Wintersemester insgesamt 19.379 Studierende an saarländischen Hochschulen eingeschrieben. Diese Zahl liegt nach Mitteilung des Statistischen Amtes 2,1% unter der des Vorjahres. Das Präsidium führt diesen Rückgang auf die Einführung der Studiengebühren zurück. Was macht man eigentlich mit Briefmarken? Klar, man kauft sich welche, um sie auf den Brief zu kleben, damit diese auch ankommt. Manche Leute sammeln aber auch Briefmarken, einige von denen wahrscheinlich nur, um den Spruch loszuwerden, na, soll ich dir mal meine Briefmarkensammlung zeigen? Genau, und solche Menschen soll es auch heute geben. Wir wollen uns aber dieser Sache einmal anders nähern. Denn mit Briefmarken kann man auch richtige Kunstwerke erschaffen. Auf einen kleinen Künstlerkreis üben die Marken nämlich eine große Faszination aus. Diese Künstler sind Teil der kleinen Mail-Art-Bewegung, die ihren Ursprung in den USA hat. Briefmarkenmaler stellen die Marke in den Mittelpunkt ihres Werkes, malen und zeichnen um die Marke herum. In Saarbrücken haben wir Günther Litt-Windschuh getroffen, der sich dieser Mailart schon sehr lange widmet.
Auffällige und teure Kunst kann man vielerorts bewundern, doch wir widmen uns diese Woche den kleinen Kunstwerken. Im Haarschneider in Duttweiler kann man zurzeit die Arbeit von Günter Litwinschuh bewundern. Er hat sich der sogenannten Mail Art gewidmet, eine Kunstrichtung, die bereits seit 1970 in den USA bekannt wurde, hierzulande aber nur wenig verbreitet ist. Bei der Mail Art verwendet der Künstler Briefmarken, Aufkleber und Postkarten, um daraus neue Kunstwerke zu schaffen. Diese werden dann über den Postweg verschickt. Ich benutze Briefmarken, die ich in das Bild integriere, die ich auch abstempeln lasse, und ich zeichne die Briefmarken weiter. Das heißt, ich versuche mit der Briefmarke, mit meiner Zeichnung, etwas Neues zu machen. Die einfachste Möglichkeit wäre, das Motiv weiter zu zeichnen, also ganz platt das Motiv nun zu nehmen und zu erweitern auf dem Zeichenpapier. Das reicht mir nicht. Ich versuche also schon, irgendetwas zu machen, was mit dem Motiv letztendlich nicht übereinstimmt. Das Motiv zu karikieren, zu erotisieren, also irgendetwas daraus zu machen, was nicht einfach bedeutet, dass ich es platt weiterzeichne. Also bis ich weiß, was ich will, das dauert Monate unter Umständen. Das heißt, ich kaufe eine Briefmarke und weiß erst Monate später, was ich damit will. Es passiert allerdings auch, dass ich eine Briefmarke sehe und weiß sofort, was ich damit anfangen kann. Aber normalerweise ist es Arbeit. Ich sitze da und skizziere und zeichne. Das dauert Wochen oder Monate, bis ich weiß, das und das mache ich. Und der Prozess des eigentlichen Zeichnens, die Ausführung, dauert lange. Obwohl ich am Ende also so eine kleine Zeichnung habe, die sich ja an der Größe der Briefmarke orientiert, setze ich daran 6, 7, 8, 10, 12 Stunden. Ich zeichne also zunächst vor, das ist eine begonnene Vorzeichnung mit Bleistift, dann mit Tusche und anschließend kommt mit Farbstift, ich arbeite grundsätzlich mit Farbstift, kommen die Farben drauf, was wie gesagt unter Umständen 6, 7, 8, 10, 12 Stunden in Anspruch nimmt. Hier ist das Auftragen der Farbe relativ einfach. Ein ganz anderes Produkt der Mail Art mit meinem Verwandt, aber in technischer Hinsicht völlig anders, ist diese Briefmarke, die nicht von mir stammt, in den 80er Jahren gedruckt von irgendeinem Grafiker, den ich nicht kenne. Ich weiß nicht, wer sie gemacht hat. Und auf einen Brief geklebt und an mich verschickt. Der Brief ist auch angekommen. Die Abbildung eines Hinterns und die Schrift lautet einer von uns, der Bundeskanzler. Damals wusste jeder, dass der Kohl gemeint ist. Und ich finde es ein fantastisches Produkt, sieht auf den ersten Blick uninteressant und harmlos aus und hat es aber in sich. Aber das ist eine Richtung der Mail Art, nämlich ganz neue Briefmarken zu produzieren, sie so fachmännisch zu produzieren wie hier. Und dann zu verschicken in der Hoffnung, dass sie auch ankommt. Ich habe das noch nie gemacht. Würde mich aber mal interessieren. Heute zu Gast in unserer Sendung haben wir zwei Drittel der Band Casino Zero. Die beiden BWL-Studenten Martin und Jochen sind heute bei mir zu Gast. Sie kommen beide aus Winterbach. Hallo Martin, hallo Jochen. Hi. Wie kommt es, dass ihr nur zwei Drittel seid? Also wo ist euer dritter Mann? Ja, unser Drummer, der Dominik, der hat heute Führerscheinprüfung und da ist er jetzt wahrscheinlich irgendwo am Feiern, nämlich mal in Winterbach. Mhm. Das ist euer Drummer und welche Instrumente spielt ihr? Ich spiele Gitarre und Bass, er auch Gitarre und Bass, von daher jeder spielt alles. Eigentlich ist es so eine familienmäßige Band, jeder macht alles. Okay, und wie seid ihr eigentlich zur Musik gekommen? Musik ist einfach geil. Um es mal kurz auszudrücken, und vor 10 Jahren haben wir dann angefangen, Gitarre zu spielen zuerst. Und seitdem schreiben wir auch direkt unsere eigenen Songs. Also Covern war nie so wirklich eine Frage für uns. Also Seitdem schreiben wir unsere Songs. Und Casino Zero gibt es dann wie lange schon? Also den Namen Casino Zero und die Band, ich glaube 2 Jahre müsste das sein, oder? Ja, circa ungefähr. Und wie habt ihr euch kennengelernt als Band? Wir sind Nachbarn, was sehr praktisch ist. Und Schlagzeuger haben wir einfach immer wieder welche gesucht und jetzt haben wir einen gesucht und gefunden. Okay. Ihr werdet, wie angedeutet, nächstes Jahr das Saarland beim Bundesvision Song Contest vertreten, der Contest von Stefan Raab.
Wie ist es denn dazu gekommen? Wie habt ihr euch beworben oder wie ist der Raab auf euch aufmerksam geworden? Ja, also als erstes haben wir einfach mal eine CD hingeschickt. Also einfach eine Demo-Version hingeschickt von einem Song von uns und ein Live-Video-Mitschnitt. Und spontan kam dann einfach ein Anruf und am anderen Ende der Leitung hat uns die Dame gefragt, ob wir immer noch zu der Bewerbung stehen würden. Also ob wir immer noch Lust haben, Saarland zu vertreten. Und die Frage war ziemlich leicht zu beantworten für uns, muss ich echt sagen. Ja, und die haben uns dann gesagt, dass scheinbar eine Redaktion uns ausgewählt hat. Und Stefan Raab dann endgültig gesagt hat, hey, die nehmen wir doch. Mhm. Und wisst ihr etwas über eure Mitstreiter, also wer sich da aus dem Saarland noch beworben hat? Aus dem Saarland habe ich echt, also muss ich echt sagen, habe ich gar keine Ahnung. Also ich glaube, es waren einige, also zumindest ein paar Labels aus dem Saarland haben sich auf jeden Fall bestimmt beworben. Mhm. Deswegen sind wir umso glücklicher. Ja. Auf jeden Fall, weil wir kein Label haben. Weil die Konkurrenz ist hart im Saarland. Ja. Habt ihr irgendwie Feedback bekommen von ProSieben, warum ausgerechnet ihr ausgewählt wurdet? Direktes Feedback nicht. Die haben, glaube ich, gemeint, dass sie uns einfach gut fanden. Die Melodien fanden sie ganz cool, glaube ich. Okay. Und das Lied, das ihr beim Bundesvision Song Contest spielt, das sehen wir uns jetzt an. Von wegen erkennt den Weg irgendwo hin. Seit wann ergibt sein Leben irgendeinen Sinn? Ich habe geglaubt, dass ein Blitz niemals an derselben Stelle zweimal einschlagen kann. Das passiert dann irgendwann. Gib mir einen Blick, einen Moment Sinn. Gib mir einen Blick, einen Moment Sinn, einen kurzen Trip. Nimm mich so, wie ich bin, wie ich war, und halt mich nicht zurück, halt mich nicht zurück. Von wegen er denkt, er hat alles erkannt. Sein Leben ist blind und läuft gegen die Wand. Ich habe geglaubt, dass ein Blitz niemals an derselben Stelle zweimal einschlagen kann. Das passiert dann irgendwann. Gib mir einen Blick, einen Moment Sinn, einen kurzen Trip. Nimm mich so, wie ich bin, wie ich war. Halt mich nicht zurück. Nimm mein Herz, nimm meine Welt und zeig sie jedem im Vorübergehen. Das ist also euer Lied, mit dem ihr am 14. Februar bei Stefan Raab auftreten werdet. Ja, genau. Welche Geschichte steckt denn dahinter? Könnt ihr mir da etwas bisschen erzählen zu dem Song? Ja, ist keine so lange Geschichte. Geht eigentlich ganz knapp darum, dass jemand in seinem Leben keinen Sinn mehr sieht und auf den einen Moment hofft, der quasi alles ändern kann. Also deswegen kommt er auch dauernd der Moment vor und so. Ja, aber es ist eher so ein bisschen, es lässt Spielraum offen für Interpretationen. Mhm. Sagen wir es mal so. Und bei der Teilnahme beim Bundesvision Song Contest sind ja alle 16 Bundesländer vertreten. Darunter sind ja auch schon einige Popgrößen wie zum Beispiel Leith Aldin, Sportfreunde Stiller, Kalcha Candera. Ihr seid eigentlich eher Außenseiter. Wenn ich das mal so sagen darf, wie bereitet ihr euch denn davor auf den Auftritt? Wie kommt ihr mit der Rolle klar? Was habt ihr vor? Ja, also mit der Rolle kommt man natürlich ganz gut klar. Ich meine, natürlich sind wir Außenseiter. Das gibt es in jedem Wettbewerb, aber wir sehen das ganz locker. Wir holen das Ding fürs Saarland. Und spezielle Vorbereitung, also intensive Probe? Klar. Natürlich, sowieso. Grundsätzlich. Immer. Es ist ja nicht euer erster großer Auftritt. Ihr wart ja dieses Jahr schon beim Rocco del Schlacco. Könnt ihr da mal was ein bisschen drüber erzählen? Wie war denn da so die Stimmung? Wie habt ihr das empfunden? Es war natürlich mega hardcore geil. Rocco del Schlacco dieses Jahr war arschgeil, muss man wirklich sagen. Und wie fandest du es, Mann? Nee, ich fand es auch, wie du es gerade erwähnt hast, glaube ich, sehr geil. Es war mega. Es war der heißeste Tag, glaube ich, überhaupt jemals.
Und es war die Hölle los einfach. Also wir hatten nie gedacht, dass da so eine Party abgeht. Echt, also mega. Mhm. Und da waren ja auch die Sportfreunde Stiller. Konntet ihr da schon irgendwie ein bisschen Kontakt zu denen oder zu anderen Größen? Naja, also die laufen dann da im Backstage-Bereich an einem vorbei und ich weiß nicht. Da sagt man vielleicht Hallo oder so, aber ich bin da jetzt auch kein so unglaublicher Fan gewesen, dass ich jetzt mit denen da großartig geredet hätte. Mhm. Und dann ist uns aufgefallen bei der Recherche, dass bei eurem Auftritt, also eigentlich seid ihr nicht zu dritt, sondern da ist immer noch ein vierter Mann im Hintergrund. Ja. Wer ist denn das? Könnt ihr uns da was erzählen? Das wissen wir eigentlich selbst nicht. Also wir wissen selbst gar nicht, wer da eigentlich hinter dieser Maskerade steckt. Oder ja, das ist so. Oder was weißt du? Maskerade. Also ich habe gedacht, dass wäre seine Haut, diese wunderschöne schwarz glänzende. Also wir haben schon vermutet, das ist ein kleiner Bruder von einem von euch, der nicht mitspielen darf und dann immer also einen schwarzen Bruder Gewand hinter euch. Ich glaube, man munkelt, dass das Detlef die Soest sei. Also das habe ich schon gehört, weil das ist auch ein sehr guter Tänzer. Und er hat so ähnliche Tanzmoves drauf wie Detlef die Soest. Wird er auch bei ProSieben mit dabei sein? Oh, das ist natürlich jetzt so eine neue Sache. Also es war so, dass er vor kurzem einen Unfall hatte. Das ist natürlich alles geheim. Aber er ist im Moment gerade verhindert tanztechnisch. Also er kann jetzt Tag und Nacht üben im Moment. Das ist alles noch im Unklaren, wie er da genau auftritt. Aber ich denke, in irgendeiner Form ist er dort auf jeden Fall zu sehen. Weil das schulden wir auch den Fans und den ganzen Liebhaberinnen. Und so. Also er ist schon sehr bekannt. Er ist unglaublich beliebt auch einfach bei allen. Also mhm. Und inwiefern hat denn die Bekanntgabe der Teilnahme beim Bundesvision Song Contest euer Leben verändert oder noch gar nicht? Ich habe mich gefreut. Ich habe mich sehr gefreut. Natürlich, den anderen zu vertreten, ist natürlich absolut auch eine Bürde, muss man sagen. Man muss ja auf jeden Fall sich gut darauf vorbereiten. Mhm. Und, ich meine, gerade hier im Saarland, also jedes andere Bundesland ist natürlich geil, aber das Saarland zu vertreten, das ist was ganz Besonderes, wirklich. Ja, auf jeden Fall. Und es kann auf jeden Fall auch eine Chance für euch sein. Ne? Ja, auf jeden Fall. Wie sehen eure Zukunftspläne aus? Zukunft. Was wollt ihr noch? Zukunft. Ja, wir leben einfach. Wir leben eigentlich in den Tag, von daher auch unitechnisch. Nee, wir machen da ein Studium weiter, Band weiter, wir gucken mal, was geht. Einfach im Allgemeinen Spaß. Wir haben da keine festen Vorstellungen. Okay. Wir drücken euch auf jeden Fall fest die Daumen. Wir werden natürlich auch anrufen beim Bundesvision Song Contest. Ja, das müsst ihr alle. Das ist Pflicht. Oder auf die Homepage gehen. Ja, könnt ihr gerne noch mal ein bisschen Werbung machen. CasinoZero.de. Ja, CasinoZero.de. CasinoZero. Okay, wir werden dann am 14. Februar anrufen. Anrufen solltet ihr auch jetzt, wenn ihr bei unserem Gewinnspiel mitmachen wollt. Die Nummer ist die 0681 302 49 42 0681 302 49 42. Es geht um den 15-Euro-Gutschein der Buchhandlung Bock und Salb. Und die Gewinnfrage lautet, bei welchem Wettbewerb werden Casino Zero das Saarland vertreten? Bei welchem Wettbewerb werden Casino Zero das Saarland vertreten? Wenn ihr die Antwort wisst, dann ruft jetzt schnell an. 0681 302 49 42. Wenn euch die Frage zu einfach ist, dann solltet ihr jetzt dranbleiben, denn Fragen und Antworten gibt es wie jede Woche in unserem Quizbus. Und jetzt Quizbus. Was erhält Europas Torschützenkönig? Ein goldenes Tormodell, eine goldene Torwand, einen goldenen Fußballschuh oder einen goldenen Lorbeerkranz? Einen goldenen Fußballschuh. Das klingt sehr überzeugt. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Fußball ist dein Lieblingssport, nehme ich mal an. Mhm, absolut. Der goldene Fußballschuh, dabei möchtest du bleiben? Jo. Jo. Mhm. Dann machen wir das doch gerade dingfest. Und natürlich ist es ein goldener Fußballschuh. Was wollten die denn mit einer goldenen Torwand? Kennst du dich mit Musik aus? Ein bisschen. Ein bisschen? Naja, ein bisschen reicht vielleicht schon. Und zwar, wie lautet denn Elvis Presleys zweiter Vorname? Bill, Vernon, Aaron oder John? Da muss ich leider raten. Was war das B? Wir hatten A. Bill, B. Vernon, C. Aaron und D. John. Kann ich jemanden im Bus fragen? Vielleicht weiß es dann noch. Tut mir leid, also keine Ahnung. Du weißt auch nicht, wie Elvis Presleys zweiter Vorname war? John würde passen, aber ich weiß es nicht. Ja. So viel. Ich sag einfach mal B, ja, auf gut Glück. Tippst auf Vernon.
Nee, tue ich nicht. Was waren nochmal die Möglichkeiten? Bill, Vernon, Aaron oder John? Ich nehme an, ich muss mich jetzt schnell entscheiden, oder? Dann sage ich C. Aaron. So sieht ein glücklicher Gewinner aus, aber hallo. Aaron ist richtig. Bedien dich nochmal. Ja. Was macht einer, der sich anpasst? Mit den Flöhen husten, mit den Enten tauchen, mit den Wölfen heulen oder mit den Gänsen schnattern? Mit den Wölfen heulen. Das kam aber sehr schnell. Das kennst du? Ja. Ja? Sagt man das hier auch? Keine Ahnung, ich komme nicht von... Du kommst nicht von... Nein. Gut, ich auch nicht. Ich weiß nicht, ob man das hier auch macht, aber das stimmt. Welche charakteristische Form hat eine Schneeflocke? Ist sechseckig, quadratisch, viereckig oder dreieckig? Sechseckig. Du bist ein sehr viel wissender Teilnehmer. Bitteschön. Runde Brötchen mit einem Loch in der Mitte heißen Bagel, Beagle, Beatles oder Bunny? Bagel, oder? Beagle? Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Bagel oder Beagle? Soll ich dir mal sagen, wie man das schreibt jeweils? Meinst du, das könnte dir helfen? Der Bagel, B-A-G-E-L. Der Beagle, B-E-A-G-L-E. Okay. Das ist eine Fangfrage. Keine Ahnung. Nee, Madame, Bagel. Sie müssen sich entscheiden. Ah, Bagel. Bagel. Ist falsch, gell? Beagle? Also was? Also Beagle. Was? Beagle. Beagle, B. Sicher? Okay. Ist falsch. Beagle ist der Hund von Charlie Brown. Was man? In welcher Erdatmosphärenschicht liegt die Ozonschicht? In der Exosphäre? In der Thermosphäre, in der Ionosphäre oder in der Stratosphäre? Ich weiß nicht, ich sag mal Ionosphäre. Kannst du irgendwas ausschließen? Ich kenne mich damit leider nicht aus. Schon mal gehört, alles? Alles schon mal gehört, ja, aber ich kann es nicht sagen. Und der Nachbar? Ich bin mir relativ sicher, dass in der Stratosphäre sein müsste. Das ist gut, dann nehme ich das, wenn das relativ sicher ist. Okay. Dann loggen wir Stratosphäre D ein und der Nachbar hat dich gerettet. Kommen wir zur Auflösung unseres Gewinnspiels. Wir haben euch gefragt, bei welchem Wettbewerb Casino Zero nächstes Jahr antritt. Und die Lösung ist... beim Bundesvision Song Contest von Stefan Raab. Und gewonnen hat Elisabeth Jauchmann. Herzlichen Glückwunsch, Elisabeth. Du hast den 15-Euro-Gutschein von Bock und Sepp gewonnen. Wenn ihr die Sendung noch einmal angucken wollt, dann tut das. Auf unserer Homepage, da könnt ihr alles nochmal nachlesen, was es in dieser Sendung gab. Unsere Kamerafrau muss jetzt leider mal das Studio verlassen. Ihr könnt die Sendung wie gewohnt nochmal im Archiv angucken. Ihr könnt uns Feedback geben, wie ihr die Sendung fandet. Und das Ganze, wie gesagt, auf orga.tv. Kommen wir noch kurz zu Alex Welt. Wir haben ihn wieder besucht in seiner Bücherei und haben geguckt, was er macht. Momentan Anna ist auch wieder da, also die zwei wieder vereint. In unserer Telekolumne Alex Welt. Vorher haben wir aber für euch noch den Tipp des Tages. Heute Abend solltet ihr nämlich unbedingt die ZDF-Dokumentation einschalten um 22.15 Uhr von Klaus Weber und Angela Andersen. Die ganze Dokumentation heißt Amerikas andere Seite. Und es geht darum, um die neue Umweltpolitik und Menschen, die die Zeit nach Bush schon begonnen haben. Nächste Woche gibt es noch die große Orga-TV-Spiegelshow, wieder am Mittwoch um 18.18 Uhr mit den Hauptprotagonisten dieses Lehrstuhls. Also ihr könnt gespannt sein, es gibt eine spaßige Weihnachtssendung nächste Woche. Bis dahin, schaltet wieder ein, Mittwoch 18.18 Uhr. Wie gesagt, schaut nochmal auf unserer Homepage vorbei, da könnt ihr euch alles nochmal genau anschauen. Die Sendung wird für euch online gestellt. Ihr könnt das Interview von Casino Zero noch einmal angucken. Und
das alles dokumentieren. Bis dahin, bis nächsten Mittwoch, 18.18 Uhr. Tschüss und haltet die Ohren steif. Ich habe gerade eben deinen Beitrag von letzter Woche gehört und du wolltest doch in die Karibik. Ja, aber nur, wenn ich im Lotto gewinne. Ach so, ja, das hat nicht geklappt. Leider nicht im Lotto gewonnen, nein. Tut mir aber leid. Ja, ich glaube, das war... Das musst du doch mit deiner Intelligenz versuchen zu punkten. Ja, da punkte ich reichlich. Nee, es war, glaube ich, sogar ein Bild. Bild? Nee, von Bild. Bild hat Lottoscheine verlost und... So einer hat gewonnen, hätte man da mal teilgenommen, hätte es vielleicht geklappt, aber so. Du liest die Bildzeitung. So nee, aber ich lese das Internet. Wie, das Internet liest du? Oder zumindest lese ich Spiegel Online und da stand es drauf. Deswegen ist er ein bisschen intelligenter als ich, weil ich lese sowas nicht. Ach so. Intellektueller, nicht intelligenter. Ach so. Da gibt es immer einen Unterschied. Das stimmt, den kenne ich leider nicht. Wer hätte es gedacht? Ja, das war in der ersten Serie. Ja, die sind ja nur kleine Jokes. Ich kann die Zuschauer mal ein paar Frechheiten zukommen lassen für den Alex. Ich kann mir selbst nicht helfen. Ach, du musst immer selber welche einfallen lassen, du, da gibt's reichlich. Meinst du? Glaube ich schon. Ja. Mir fällt auch immer was ein. Was hast du dem Alex heute schon so alles angefangen? Heute noch gar nicht viel. Wir haben uns auch gar nicht lange gesehen. Nee, ich habe noch keine Zeit dafür. Jetzt überleg dir mal was. Nee, so spontan geht das. Ach, das ist traurig. Komm. Aus dem Bauch rauskommen. Komm, Spontanität. Wie warst du denn auf der Nikofete? Das hast du mir doch schon erzählt. Ich war ja leider nicht. Ja, Nikofete war schön, hat Spaß gemacht. Nochmal Lob an die Veranstalter. Die Party hat gerockt. Viele Leute getroffen. Ich leider nicht. Nee, ich war ja in Urlaub. Das war... Ja, Rom war schön, hast du mir erzählt. Genau. Dreckige Stadt, aber... Die Sehenswürdigkeiten sind sehr sehenswert, aber ja. Wie der Name auch schon sagt. Ja, genau. Aber die Stadt an sich ist etwas schmutzig. Ja. Hm. Italiener halt. Ich kenne keine Italiener. Nicht? Mm-mm. Aus dem Fernsehen bestimmt. Aus dem Fernsehen? Kennst du nicht? Silvio Berlusconi, Name schon mal gehört? Nee, da müsste ich den Spiegel dafür lesen. Oder auch nicht, ich weiß es nicht. Man kann auch die Nachrichten... Das Internet lesen. Ja, man kann auch die Nachrichten schauen. Ach so. Da ist der Name im letzten Jahr öfters gefallen. Ja. Aber derzeit nicht mehr so aktuell. Gut. Sonst bekannte Italiener? Bitte? Sonst bekannte Italiener? Eros Ramazzotti? Ramazzotti trinke ich gern, ja. Das habe ich mir gedacht. Hast du heute auch schon einen? Nee, heute leider nicht. Nein. Nachher erst. Nach 19 Uhr erst. Auf der Nikofete war es gut oder hast du auch viel getrunken? Ja, nee, in Maßen. Also, man muss sich auch benehmen. Ich bin auch eine relativ bekannte Person und da kann man sich nicht so daneben benehmen. Du bist bekannt. Ach so, ja, mit 500 Folgen. 500, was haben wir? Aber dich kennt man auch schon. Also, ja, wurde ich auch schon darauf angesprochen. Hier die Anna. Die Anna. Ein sehr nettes Mädel. Ob die noch zu haben wäre, habe ich gesagt, nein, leider nicht. Die ist vergeben. Aber, ja. Tja. Ja. Warst du da? Ich? Auf der Nikofede? Ich war mit niemandem da. Nee, Alex, mit wem warst du denn da? Nee, ich habe viele Leute getroffen. Hauptsächlich Leute von... Ach, von der Sekte da. Genau, von der Sekte. Nee, aber... Nee, viele Freunde getroffen dort und hat schon Spaß gemacht.